Es gibt viele Wege, noch mehr aus der Optik seiner Gaming-Tastatur rauszuholen. Und einer davon ist, die Standard-Keycaps gegen andere auszutauschen. Dabei könnte man entweder andere Farben wählen oder man nimmt einfach diese hier, die HyperX Padding Keycaps. Diese gibt es für 25 Euro auf Amazon und ich werde euch die heute einfach mal in einem kleinen Video vorstellen und erzählen, warum ich diese Keycaps extrem nice finde. So ein Mini-Review mache ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich bin gespannt, ob es so gut ankommt. Aber zurück zu den Keycaps. Sie kommen in einer kleinen HyperX-Verpackung, in der sich ein Keycap-Holder befindet und insgesamt 104 Tastenkappen. Wir haben also genug Keycaps für eine ganze Full-Size-Tastatur. Der Preis beträgt wie erwähnt 25 Euro und es gibt sie in schwarz oder weiß. Dabei gibt es aber ein Problem. Diese Keycaps gibt es nicht mit deutschem Layout. Sie haben ein englisches US-Layout und ein OEM-Profil. Es gibt also stellenweise Unterschiede bei Tastengrößen, beispielsweise ist die linke Shift-Taste bei dem US-Layout größer als beim deutschen Layout und logischerweise sind auch keine Umlaute aufgedruckt. Also unbedingt darauf achten, ob ihr so ein US-Layout habt, bevor ihr euch diese Keycaps holt. Das ist aber kein Problem von HyperX, sondern generell ist der Markt für deutsche Keycaps sehr, sehr klein, begrenzt und oft auch deutlich teurer, wahrscheinlich weil die Nachfrage einfach nicht hoch genug ist. Die Keycaps sind aus einem PBT-Material, welches in Double-Shot-Verfahren gefertigt wurde, bedeutet im Grunde, dass die Aufdrucke der Buchstaben nicht so einfach abgekratzt werden können und dass die Oberfläche der Tasten nicht so schnell einen fertigen glänzenden Film bekommen. Die Spacebar hat ein dezentes HyperX-Zeichen, ist Geschmackssache, mir gefällt es ganz gut. Die Aufdrucke der Buchstaben selbst sind ziemlich sauber, wie man sehen kann. Falls ihr nicht wisst, was Pudding Keycaps überhaupt sind, ihr seht das ja. Nur die obere Schicht hat eine klassische schwarze oder weiße Farbe und der Rest hat da unten hin so eine weiß transparente Schicht und dadurch können die LEDs eurer Gaming-Tastatur einfach mega gut scheinen. Ich habe die Keycaps auf meine Apple Maker SK61 gesteckt und ihr merkt schon, wie verdammt nice das aussieht. Ich vergleiche das Ganze auch mal mit normalen Keycaps und der Unterschied ist wirklich riesig. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, ob diese Keycaps mit eurer Tastatur kompatibel sind. Und in den meisten Fällen sind sie das. Es muss auf jeden Fall eine mechanische Tastatur sein. Welche Switch ist oder von welchem Hersteller die Tastatur ist, spielt aber keine Rolle. Nehmt einfach mal eine Taste von eurem Board ab und schaut, ob ihr auch so ein standardmäßiges Kreuz habt. Zu 90% werden die Keycaps aber funktionieren. Außer natürlich, ihr habt irgendwie eine Low-Profile-Tastatur mit flachen Tastenkappen. Mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Es sind halt Keycaps, die sauber bedruckt sind, eine angenehme Oberfläche haben und ihre Beleuchtung nochmal deutlich schöner aussehen lässt. 25 Euro ist definitiv fair, vor allem für 104 Tasten. Für den Preis? Wahrscheinlich die besten Keycaps, die ihr kriegen könnt. Ich packe euch auch noch Pudding Keycaps mit anderen Farben in die Videobeschreibung, falls ihr an sowas Interesse habt. Alles in allem, eine wirklich sehr gute Wahl, wenn man seine Tastatur nochmal deutlich schöner machen will. Das war's dann auch wieder von mir. Sagt mir gerne, was ihr von solchen Mini-Reviews zu kleineren Produkten haltet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Drama.